So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das wieder war mit dem Bauen hier. Ah ja. Kuppeln. Biokuppelraum. Ferrit habe ich, Glas habe ich. Ah ja, sehr schön. Dann wollen wir uns mal hier so eine kleine Farm aufbauen. Wo ist hier eine Tür? Da geht's dann rein. Ströme brauchen wir auch. Irgendwo war's da. Wo war der Anschluss? Ah, hier. Ich glaube, brauch sowieso bessere Generatoren hier langsam. Dann Blinsken. Ich hätte gerne Frostwurz. Ja, ist klar. Wieso habe ich denn kein Frostkristall? Ich habe doch gerade geerntet. Okay. Wieso habe ich das denn nicht im Inventar? Frachter wahrscheinlich, wa? Na gut. Dann rufen wir uns mal den Frachter. Ja, natürlich. War klar. Kann doch nicht wahr sein. Irgendwas hat man immer nicht. Aber ja, der Charakter ist ein Ehrenmann. Ich habe sogar extra Italienisch gelernt, weil manchmal sagen sie was auf Italienisch und ich fand es. Was? Und ich fand, dass es sich geil anhörte. Oh, auch nicht schlecht. Ist ja cool. Gammagras habe ich nicht. Dioxid hätte ich, ja. Eiweißperlenpool. Kaktus. Da brauche ich Gravitino-Wert, okay. Sonnenrebe. Hatte ich nicht diese. Wo habe ich die denn jetzt hingepfeffert? Habe ich die noch nicht gelernt? Doch. Achso, hier, Solanium. Aha. Schau einer an. So. Wieso denn jetzt Fetzium? Sonnenrebe. Ja, Phosphor fehlt. Cool. Ist ja gemein, wenn Phosphor fehlt. So, jetzt brauche ich hier nochmal Ströme. Für so eine Tür. Ah, das war mit dem Sensor. Okay, alles klar. Ah. Dann machen wir erstmal einen ganz normalen Wandschalter. Bauen ist echt was Lustiges hier. So, wie war das hier? Ich will doch demontieren hier nur. Drehen, neue Teile, nächstes Teil, freier Platz, Kamera ein aus, Verkabelung ein aus. Ach so, okay.
dann wollen wir das mal hier irgendwie entfernen. Ja, wo? Wie war denn nochmal das Entfernen? Adlerauge gibt es auch in anderen Games? Ja, ich meine, bei dem griechischen Teil, da gab es auch sowas. Jedenfalls hatte ich da immer irgendwie so einen Adler bei mir. Wie war denn jetzt? Ach so, platziert. Ja. Mit X die Verbindung löschen. Oh, Moment. C und dann mit X löschen. Die Verkabelung kommt auch weg. Dann kann ich das so machen. Dann bekommt die hier einen Anschluss. Und dann müssen wir nach da hinten marschieren. Okay. Alle bis auf die auf Teil 5. Ja, irgendwie war da ein Adler immer bei mir, deswegen. Also, okay, alles klar. Das funktioniert. Ja, dass das damit was zu tun hatte. Ach, 5 haben keinen. Okay. Okay, okay. Wieso reduziert sich der Strom so schnell? Kein Sprit mehr. So. Jetzt brauche ich wieder irgendwie Frostkristall oder sowas. Das heißt, ich muss wieder zu meinem Frachter. Mal gucken. Dann können wir mal gucken, dass wir vielleicht ein organisches Schiff besorgen, beziehungsweise die Tagesquest machen. So, da wären wir wieder auf dem Frachter. Wo sind jetzt meine Raffinerien? Hier hinten irgendwo. Wo ist es? Wo ist es? Bisschen unübersichtlich hier. Und los. Ach, da, genau. Da gucke mal einer an. Frostkristall. Wusste ich doch, dass ich's hab.
Irgendwo habe ich es immer. Ach so. Da ist noch nichts gekommen. Alles klar. Ich bin mal gespannt, was heute für Tagesaufgaben sind. Jetzt muss ich natürlich warten wegen dem Schimmel. Nicht 17%. Sonst verschwindet der wieder, der Schimmel. Ja, Problem ist, 2 Stunden ist halt auch nicht gerade viel Zeit heute. Leider. Wäre schöner, wenn ich mehr Zeit hätte. Ach, da ist die organische Fregatte dabei. Stimmt. Mich wundert, dass der hier tatsächlich auch sammelt, fleißig. Und ich brauche mehr Plätze, definitiv. Was wir auf Wartezeit machen können, ist mal eben das Lager vielleicht erweitern. Natrium und Silber, ja, kein Thema. Lager 3, Lager 4, Lager 5, Lager 6, 7, 8 und zum guter Letzt die Nummer 9. Hervorragend. Die riesige Lagereinheit hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist natürlich ein bisschen heftig, übertrieben. Mit den Raffinerien, das dauert ein bisschen, leider. Aber ich habe doch hier... kann doch noch Kohlenstoff umwandeln. Natriumnitrat. Was ist das? Gefrorene Knollen. Dioxid, das brauche ich gleich. Sauerstoff habe ich noch genug. Natrium. Wo ist es? Oh, chromatisches Metall habe ich aber schon ordentlich. Tritium. Wo ist das denn jetzt? Ich habe Nip-Nip-Knospen in der Tasche. Okay. Platin, 20.000. Da ist Kohlenstoff. Da müssen wir kurz ein Momentchen warten hier. Habe ich denn eigentlich Treppen freigeschaltet hier schon für den Frachter? Bauteile. Gibt es denn hier Treppen? Irgendeiner sagte, es gäbe Treppen hier. Da nicht, da nicht. Außentreppe. Frachtertreppe. Korridor Glas. Hm. Ja. Ja. Silber und Glas, okay. Außenplattform. Frachtertreppe. Na gut. Dann kann man nämlich hier auf mehreren Etagen bauen. Was auch immer das hier ist. Ich weiß es nicht. Aber wir könnten mal kurz im Weltraum, während die Raffinerien arbeiten. Das geht, glaube ich. Und mal gucken, dass ich ein oder zwei Frachter repariere. Nö, du nicht. Schauen wir mal.
So, irgendwo sollte ein Frachter sein, der beschädigt ist. Doch nicht. Da sehe ich ihn doch schon irgendwo. Da. Geht ja gar nicht. Ein Frachter, der beschädigt ist. Hm? Schadensbericht ansehen. Jawohl. Sofortige Reparatur. Komponenten markieren. Jawohl. Huch. Da hinten. Okay. Hoffentlich ist das nicht zu teuer, das Reparieren. Ah, ja. Ah, was braucht er? Silberferritstaub. Kein Problem. Das habe ich. Du auch, ne? Ja, alles klar. Was? Man sagt doch, dass Katzen und Hunde Geister sehen können. Stimmt. Da hast du wohl recht, das sagt man. Wo soll denn da jetzt der Schaden sein? Ist er jetzt repariert? Wer weiß, wer weiß. Okay. Interessante Abgasstrahlen da. Habe ich den jetzt hier repariert? Ja. Nein, da ist noch eine Konsole, die beschädigt ist. Na gut. Ja, sehr schön. Ach, da ist repariert. Fregatte ist repariert. Sehr gut. Muss ich nur noch zu meinem Schiffchen wieder. Okay, da vorne. Also so ein beschädigtes Schiff habe ich auch noch nicht gehabt. So. Artefaktscanner ist voll funktionsfähig. Dein Befehl werde ich auf Systeme ausrichten. Ja, mach ruhig. Historische Daten enthüllt. Okay. Na den? Ich glaube, die habe ich fertig. Dann ist es ja kein Wunder, dass sie keinen Bock auf einen Tierarztbesuch haben. Das stimmt. Also unser Hund hat sich nie gefreut. Also jedenfalls nicht darauf. Auf die Leckerchen, wenn wir wieder zurück waren. Immer. Da haben die sich immer gefreut. Ja, ja, ich weiß, ich darf nicht noch mehr bauen. Und da. ...50% und du bist fertig. Sehr gut. Du bist auch fertig. Sehr gut. Ist noch nicht so weit. Ich weiß nicht, ich glaube, die brauchen eine Stunde oder sowas, bis die wieder fertig gewachsen sind. So, dann werden wir mal hier ein bisschen Lager machen in der Zeit. Thank you.
Ah, und genau perfekt. Hervorragend. Besser geht's doch nicht. Wo ist mein Teleporter? Da nicht. Da. Also er singt, dass er aufstand und da waren die Feinde und dass er um Leid und Leben kämpft, dass seine Brüder ihn auf den Bergen in grüner Heide unter einer schönen Blume vergraben sollten und alle, die die Blume sehen, werden sagen, was das für eine schöne Blume ist und der Kämpfer sein Leben für die Freiheit gab. Ja, ist ja eigentlich sogar sinnvoll, ne? Gehen wir erstmal hier zum Häuschen. Und dann können wir ja schon fast wieder weitermachen bei unserer Siedlung. Jedenfalls war eine Zeit her, würde ich sagen. Einmal bitte hier. Falscher Ausgang hier. Ich muss das Ding hier auch noch automatisch machen. Warum die nicht zu war, weiß ich auch nicht. Ja. Ja, ich baue ja hier jetzt absichtlich ein bisschen Frostwurz auf. Ich hoffe, gehst du hier auch zu Tür? Nö, du gehst nicht zu, ne? Warum nicht? Du nix hast Ströme. Okay, ich brauche einen zweiten Generator. Und zwar dringend. Autonome Bergbaueinheit. Okay. Wo habe ich die denn her? Ja, nee, ist klar. Jetzt habe ich natürlich nichts in der Tasche. Aber Ferrit und Sauerstoff nehme ich sofort mit. Ach, Waffenladung leer. So. K.
Kann ja nicht schaden. Was auch immer das war. Ist hier merkwürdig. Sauerstoff für die Pflanzen. Das müsste reichen. Manche verbinden spanische Bankräuber mit dem Lied. Warum das denn? Achso, Metallplatten, okay. Nicht Raumschiff. Oh Gott, im Raumschiff habe ich auch noch so viel Kram liegen. So, einmal ein paar Kabeln. Schafft der Generator alleine nicht. Ja, jetzt aber. So gefällt mir das. Das ist schon mal etwas. Und die Batterie wird auch voller. Gut, dann einmal, ja, müsste klappen. Jetzt wird es wieder lustig, weil in der Siedlung wird wieder gekämpft. Haus des Geldes, ja, habe ich schon mal gehört. So. Kampfbereit bin ich wieder.